In der heutigen Ausgabe: Raoul Bildgen erklärt die Welt der Männer. Klein, aber umso feiner, die Buchhandlung Ortner. Wolfgang Katzer, vom Musikkomiker zum erfolgreichen Literaten. Willkommen zur Oktoberausgabe von Zäuners Krimisalon, wie immer aus der Buchhandlung Bücher am Spitz im 21. Wiener Gemeindebezirk. Krimi-Freunde und alle, die es noch werden wollen, wissen, der Schwerpunkt in Zäuners Krimisalon liegt auf Krimis mit allem Drum und Dran. Und es wird kein einziges Buch kritisiert. Warum auch? Unsere Leser sind immer noch der Gradmesser. Wie meinte doch Oswald Sprengler, eine Rezension wird geschrieben, damit ein Buch Leser findet, die gescheiter sind als der Rezensent. Der Mann ist ein Multitalent, stammt aus Luxemburg, lebt aber seit vielen Jahren in Wien. Schriftsteller, Schauspieler und, ach, sehen Sie doch selbst. Raoul Bildgen spricht als Adam. 69 Einblicke in das Liebes- und Sexleben der Männer. Ein Ausflug in die männliche Erotik. Wer sagt, dass das ein Ausflug ist? Das ist vielleicht das, was ich ständig mache, und das andere sind die Ausflüge. Adam spricht, ist eine Kolumne im Internet, läuft seit 10 Jahren. Fast, ja, ja. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Das ist das, was uns alle beschäftigt. Nur will es nicht klappen, deswegen muss man drüber schreiben, wenn nicht drüber geredet wird. Und wenn nicht drüber schreibt, vielleicht wird dann auch ein wenig mehr drüber geredet. Einiges los in der Bar des Theater Drachengasse im 1. Wiener Gemeindebezirk am vergangenen 3. Oktober. Ein unerschöpfliches Thema, das nicht an Anziehungskraft verliert. Natürlich fasziniert es die Massen, aber nicht den Massen. Die wenigsten trauen sich zuzugeben, dass es sie fasziniert, weil es ja immer noch pfui ist. Dann wollen wir doch hören, was uns Raoul Bildgen alias Adam zu sagen hat. Freut mich, herzlich willkommen, Adam spricht. Der Held. Liebe Frauen, Actionfilme sind scheiße. Viel scheißer als Vampirschwanzetten oder SM für Hausfrauenschuhe sind. Sie sind sogar so scheißer, dass sie scheißer sind als Fußball. Und das sag ich als Mann. Und Actionfilme sind deswegen nicht so gut, weil die wie die ganze andere Scheiße, weil sie mich dazu zwingen, mich noch unmännlicher zu verhalten und zuzugeben, dass ich als Mann lieber Vampir. Dachte Bildgen jemals daran, dass ihm der Stoff ausgeht? Hause, wie sich das gehört. Erstaunlicherweise nicht, nein. Es ist, als ich vor eben knapp 10 Jahren angefangen habe, habe ich mir, ja, 50 Wochen werde ich durchhalten, jetzt sind es über 500. Erstaunlicherweise fällt mir immer wieder was ein. Ich bin der Größte und ich hab ihn auch. Stahlharte Muskeln bilden meinen Bauch. Ich hab den idealen Körperbau. Und darum bin ich so eine geile Sau. Ich empfinde alle Frauen ab. Auch alle Männer wollen das, was ich hab. Wenn mich nur sieht, der wird den Magen flappen. Und darum bin ich so eine geile Sau. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt, so wenn es bei mir. Mit meinem Glück verdiene ich sehr viel Geld. Ich bin viel reicher als der Rest der Welt. Ich bin unsagbar und unheimlich schlau. Und darum bin ich so eine geile Sau. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Aha. Eigenlob stimmt, zumindest bei mir. Und
fröhlicher, roter Stimme Sonnenschein. Ein Lauf stimmt, ein Lauf stimmt, aha, ein Lauf stimmt, so bei mir. Und jetzt ist das Buch entstanden. Das heißt, eine Zusammenfassung der besten Kolumnen oder extra dafür geschrieben? Es sind so quasi die ersten Jahre zusammengefasst, best of, allerdings kein Text, so wie er im Internet stand. Sie sind alle überarbeitet und neu geschrieben und modernisiert und so weiter. Freunde haben Kinder, nur ich nicht. Gott sei Dank. Alle leben sehr bewusst gesünder. Und sind schön und schlank. Alle haben gute Jobs und auch den Sparbuch Geld. Alle wissen ernsthaft, was im Leben wirklich zählt. Alle haben vorgesorgt, die Autos vollgetankt. Nur ich nicht, Gott sei Dank. Au, ich lebe, liebe Freier. Man merkt, dem Publikum gefällt, was dieser Schriftsteller und Theaterautor zu bieten hat. Neue Stücke in Arbeit? Theaterstücke laufen gerade zwei von mir parallel, Wolf und hier im Dschungel und in Innsbruck am Theater Präsent und Robinson am Landestheater in Innsbruck ab nächster Woche. Und dann schreibe gerade das nächste Theaterstück, was dann im Jänner rauskommt. Da ist ganz viel Krimi, erst einmal keiner in Planung. Adam spricht im Verlag Kyrene. Trotz der Branchenriesen gibt es sie zum Glück weiterhin. Täglich müssen sie gegen Windmühlen kämpfen, aber sie trotzen dennoch der Übermacht. Gemeint sind die kleinen Buchhandlungen, die gegen Jeff Bezos und andere Giganten antreten. Und sie haben eine Chance, wirtschaftlich zu überleben, wenn wir sie unterstützen und unsere Bücher bei ihnen kaufen. Per Mausklick zu bestellen mag zwar bequem sein, aber die persönliche Beratung, das individuelle Eingehen auf den Kunden, schafft der Blechtrottel glücklicherweise noch nicht. Kommen Sie mit in die Tigergasse und Sie werden staunen. Ecke Tigergasse 19 und Pfeilgasse. Die besondere Fundgrube für Bibliophile im 8. Wiener Gemeindebezirk. Ein dynamischer, engagierter Buchhändler brennt für den Beruf. Der Anlass, dass ich Buchhändler geworden bin, war, dass ich völlig fantasielos war, was ich nach einem kurzen Studium, das ich nicht fertig gemacht habe, machen soll. Und da war der Gedanke, das Hobby Lesen mit dem Beruf zu verbinden. Und dann habe ich mich bei der Buchhandlung Tirolia in Innsbruck beworben und bin dort als Lehrling aufgenommen worden und habe dann dort die verkürzte Lehre abgeschlossen. Wann traf Stefan Ortner diese Lebensentscheidung?
Wischen war viel anderes und dann habe ich mich in Wien im 8. Bezirk selbstständig gemacht. Ja, genau. Danach der Schritt in die Selbstständigkeit. Wie kann man gegenüber der nahezu übermächtigen Konkurrenz bestehen? Man darf da nicht so viel dran denken an die großen Ketten und an Amazon, sondern gerade schauen, dass man da sein eigenes Ding macht. Und das, was mir sehr hilft, was Bewegung ins Geschäft bringt, das sind meine vielen Lesungen. Und es spricht sich langsam herum, dass ich die Buchhandlung bin, wo Autoren und Autorinnen ihre Bücher vorstellen können. Und wahrscheinlich bin ich der Buchhändler mit den meisten Lesungen im 8. Bezirk. Nicht die einzige Buchhandlung, aber wahrscheinlich die Buchhandlung mit den meisten Lesungen. Und das bringt mir interessante Abende, es bringt mir interessante Leute und damit kann ich leben. Umgeben von zahllosen Büchern, gibt es ein Lieblingsgenre? Das Lieblingsgenre ist eines, das ich da im 8. Bezirk noch nicht so gut verkaufe, wie ich gerne hätte. Das wäre jetzt im Moment Fantasy. Was aber das zweitliebste Genre ist, das sind Krimis. Die verkaufen sich bei mir sehr gut. Abgesehen von den Kinderbüchern, die sich am allerbesten verkaufen. Das sind ungefähr 30% vom Umsatz mache ich mit Kinderbüchern. Und Kinderbücher sind ein dankbares Publikum und das wird auch wahrscheinlich noch viel mehr werden. Reizt es nicht selbst, sich der Schriftstellerei zu widmen? Nein, also mein Spruch ist, ich verkaufe lieber, was andere schreiben. Die können das besser als ich und verkaufen kann ich wiederum besser zum Teil als sie. Und wenn ich jetzt noch schreiben würde, hätte ich weniger Zeit zum Lesen. Und dafür lese ich viel zu gern. Ein Buchhändler muss viel lesen. Wie viele Bücher sind es im Schnitt? Es hängt von den Büchern ab. Also wenn sie schwieriger sind, dauert es natürlich länger. Aber es gibt Wochen, wo ich 2-3 Bücher lese und Wochen, wo ich mit einem Buch anfange und irgendwann fertig bin. Also das hängt von den Büchern ab. Wenn es ein leichtes Buch ist, geht es natürlich schneller und wenn es schwerer ist, dauert es natürlich länger. Lieblingsautoren? Es gibt vom Krimi gibt's den Michael Connelly, das ist mein absoluter Liebling. Spielt in L.A., also die Krimi spielen in L.A. Es kennt ihn fast niemand in Österreich und der ist sprachlich gut, der ist spannend und zwar jedes einzelne Buch. Und dann gibt es natürlich die Österreicher, in die ich auch langsam reinsteige, das ist mit der Selbstständigkeit, tun sich da für mich auch ganz neue Welten auf mit neuen Autoren, mit denen ich früher nie zu tun gehabt habe. Wolfgang Katzer ist einer der ganz Großen, nicht nur wegen seiner Körpergröße. Ein hervorragender Musiker, ein glänzender Pianist und mit seinem leider viel zu früh verstorbenen Partner füllte er als Musikkomiker-Duo Muckenstrunz und Barmschabel Seele und Hallen kreuz und quer auf der Landkarte. Doch das ist Geschichte. Heute hat er längst das Genre gewechselt und sein Aufstieg zu einem ernstzunehmenden Literaten ist unaufhaltsam. Literatur Crossover. Mit diesem Begriff fangen Sie nichts an. Nun, Wolfgang Katzer wird es Ihnen erklären. Lassen Sie sich überraschen. Das Café Korb im 1. Wiener Gemeindebezirk. Ein Ort der Avantgarde und der Literatur. Untrennbar mit Wiener bzw. österreichischer Kunst verbunden. Dass der Ruf einmal ruiniert und so, ne? Kennt man ja von Wilhelm Busch. Nein, also begonnen hat alles, muss ich sagen, mit der Inhaberin, mit der Susanne Wedel, die letzte Diva im Wiener Kaffeehauswesen.
Und ich mache das jetzt hier in Ihrem Namen auch, natürlich seit knapp 5 Jahren. Das hat sich einfach herumgesprochen, dass es im Korb ein Hotspot ist für außergewöhnlich, finde ich nicht einmal, sondern für mich ist sehr, sehr wichtig die Diversität, die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Veranstaltungen. Also das geht von Hip-Hop über Jazz, über Klassik, Literatur oder wie heute Crossover. Das ist ein Begriff für viele, viele Kunstarten, Kunstgattungen. Und das spricht sich also erstens einmal langsam herum. Zweitens ist der Raum, in dem das stattfindet, natürlich ziemlich einzigartig in Wien. Peter Weibel, Peter Kogler und Günter Brus. Es gibt keinen zweiten Raum wie diesen. Außerdem hat er eine gescheite Akustik, das höre ich immer wieder von Auftreten. Und deswegen mache ich das auch gerne und deswegen kommen auch gerne Leute zu mir, um ihre Dinge hier vorzuführen und zu zeigen. Ich darf Ihnen kurz erklären, wo Sie sich befinden. Sie befinden sich, wie bereits erwähnt, in der Art Lounge. Deswegen Art Lounge, weil Sie sind von zeitgenössischer Kunst quasi umgeben. Diese Wand hier mit den Büchern hat gestaltet Peter Weibel, Visionär und Pionier der Medienkunst, aber im Ende der 60er, Anfang der 70er ziemlich ein Stinkefinger, was also die Konflikte mit der Justiz hat sich gezogen. Performance-Künstler, Aktionist und mittlerweile seit 20 Jahren Direktor im ZKM in Karlsruhe und hat diesen Stadion einen Hotspot für Medienkunst gemacht, weltweit. Diese Wand hier, die vielleicht tief bekannt war, weil sie in Wien hin und wieder U-Bahn fahren. Der Künstler hat auch die U-Bahn am Karlsplatz gestaltet, Peter Kogler, ein Künstler aus Tirol. Und als die Inhaberin des Cafés, die Susanne Milo, von der ich sie an dieser Stelle herzlich grüßen lassen darf, unter anderem bei der Becky Guggenheim in Bilbao oder Museum of Modern Art in New York, also nicht so ganz Referenzen. Last but not least die Decke von einem Kollegen von Peter Weibel, von Günter Brus, auch kein Unbekannter in der Kunst- und Aktionisten-Szene in Österreich. Literatur Crossover von und mit Wolfgang Katzer am 22. Oktober. Literatur-Crossover. Dankeschön, ich begrüße Sie aufs Herzlichste zu diesem Literatur-Crossover. Ja, das Wort Crossover ist ja heute längst in aller Munde, aber die wenigsten wissen, dass es bereits in den 1940er Jahren in den USA geprägt wurde. Und zwar im Bereich der Unterhaltungsmusik. Da gab es das berühmte Billboard-Magazin, ein regelmäßig erscheinendes Musikmagazin, das den ganzen Bereich in 3 Spalten einteilte. Auf der einen Seite für die schwarzen Rhythm and Blues, auf der anderen Seite für die weißen Country and Folk und da gab es auch die Popcharts. Und diese 3 Bereiche wurden strikt getrennt voneinander gehandelt. Eine seiner großen Passionen ist die Lyrik. Mit Videozuspielungen und in geistvollen, launigen Erzählungen zieht er das Publikum sofort auf seine Seite. Ich werde im Herzschlag leben und euer Puls soll mein Puls sein. Ihr kennt mich nicht, da ich aus eurer Sehnsucht bestehe. Meine Seele ist dort zu Hause, wohin ihr träumt. In Lichtnächte und Angstwüsten, tiefe Berge und hohe Schluchten. Und wenn ihr aufwacht, bin ich Nachhall und ungedachte Gedanken, flüchtig als Metall auf den Blättern.
Dazwischen gibt es häppchenweise Auszüge aus seiner Literatur. Sehr geschickt, denn es macht Lust auf mehr. Mit Bart und Stöckchen so auf Charlie Chaplin hergerichtet. Sie werden erwartet, sagte die junge Dame hinter einem Designerschreibtisch, noch bevor Anouk sie vorstellen konnte. Anouk in kurzem weißen Rock, weißen hohen Stiefeln, einem weißen Sweatblazer zum knallblauen Haar, ebenso knallblau geschminkt. Schulz empfing sie überschwänglich, stellte sie in einer Reihe von Männern und einer einzigen Frau auf einer ausladenden Sitzkarnitur aus lachsfarbenen Leder vor. Producer, Designer, Texter, Co-Director, zwei Vertreter der Diskontokette und so weiter. Das ist ein persönliches Buch, hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Meine Mutter ist in Berlin. Auch die untergegangene DDR spielt in seinem Werk eine große Rolle. Sollte mir heute ein Schritt weit das gelungen sein, so soll es mich freuen. Dankeschön. Stellvertretend für ein begeistertes Auditorium. Ich finde es erstens einmal großartig. Zweitens einmal kenne ich den Wolfgang nicht ausschließlich als Musikkomiker, sondern weiß und wusste schon eine ganze Weile, dass er sich der Literatur, der Poesie und so weiter zugewendet hat. Manchmal blitzte das ja auch in den sogenannten Musikkomiker-Jahrzehnten auf, muss ich sagen. Und ja, ich finde es großartig. Ich finde es großartig, dass sich einer hinstellt und das so vollkommen, wie sagt man, im Plauderton ist ganz schlecht eigentlich gesagt, aber es ist sehr kolloquial und es ist eine große Freude zuzuhören, obwohl man nicht dauernd sich auf die Schenkel hauen muss und lachen, sondern es ist für einen ganz bestimmten ernsthaften Humor durchzogen und einer mir sehr angenehmen Weltsicht. Man sagt ja nicht umsonst, beim Humor hört sich der Spaß auf. Nicht? Ein zufriedener und erleichterter Wolfgang Katzer. Ja, schon. Ich bin immer froh, wenn es gut gegangen ist. Du setzt sehr viel voraus, also du forderst dein Publikum. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Da ich ja 35 Jahre lang als Komiker durch die Gegend gezogen bin, habe ich immer gesagt, wenn jemand immer nur Marzipan isst, hat er irgendwann einmal einen riesen Gusto auf eine Salami. Und jetzt lebe ich diese Salami aus. Und da ich drei Berufe gelernt habe, Musiker, Schriftsteller, soweit man das lernen kann, und Entertainer, habe ich mir gedacht, diese Kombination ist eher sehr selten, weil die meisten Lesungen werden so gehalten, dass sehr viele Leute nicht interessiert sind daran. Und deswegen haben wir gedacht, es ist gescheiter, mal diese drei Berufe zusammenzufassen und damit versuchen zu analysieren. Das habe ich getan. Wäre dieses Vorhaben damals, als sein Partner Peter Draxler noch lebte, als Muckenstrunz und Barmschabel realisierbar gewesen?
Es wäre damals schwer möglich gewesen, so etwas zu realisieren, erstens schon aus Zeitgründen. Wir hatten ja meistens über 200 Auftritte im Jahr. Und zweitens, man hat einen riesen Stempel am Kopf als Musikkomiker. Das ist der, der alles Lustige macht. Und das natürlich muss ich jetzt auch umdenken lassen an mein Publikum. Es ist sicher zum Teil launisch, das Programm, aber keine Kalauer und nichts wirklich Lustiges, ein ernstes Programm. Über ernstzunehmende, hoffe ich zumindest, ernstzunehmende Literatur. Und es wäre zu der Zeit damals eigentlich so gut wie unmöglich gewesen. Wie schwer war der Imagewechsel? Von mir aus gesehen überhaupt nicht. Weil da hat es immer die inverse Seite des Clowns, die andere Seite des Clowns. Das ist eine Plattitüde, eine alte. Natürlich, klar, jeder hat mehrere Seiten. Und ich auch. Und mir macht es so Freude. Spaß ist das falsche Wort. Mir macht es Freude, jetzt etwas zu erzählen über meine Gedanken, bevor ich oder während ich meine Bücher schreibe. Das soll ja nicht für die Tischlatte sein, so ein Buch, sondern soll ein kommunikatives Medium sein. Und damit erreiche ich vielleicht schullöffelartig einige Leser, die vielleicht sonst gar nicht zu solchen geworden wären. Sein Programm spricht Menschen gesetzteren Alters an. Findet Gatzer mit seinen Texten auch Zugang zu Jugendlichen? Ich denke schon, oh ja. Ja, natürlich, der Zugang ist leichter, wenn jemand mich kannte als Komiker. Der probiert halt aus, was jetzt, oder die probiert aus, was ich jetzt tue. Das können die Jungen nicht, aber es ist ein Langzeitprojekt, das ich da setze. Ich muss ja das alles nicht machen. Ich mache es ja freiwillig und es kann ruhig dauern, bis sie das durchsetzt oder auch nicht. Ich hoffe, dass es gelingt. Was dürfen deine Fans demnächst aus deiner Feder erwarten? Was sind die nächsten Projekte? Also jeder Autor versucht immer ein noch besseres Buch zu schreiben, als das letzte war. Und jedes Buch ist für jeden Autor immer das Beste, was ich je habe. Und das versuche ich natürlich jetzt auch. Wir müssen jetzt einmal dieses Programm unter Dach und Fach kriegen. Und das bin ich gerade dabei, wirklich in die Züge kommt, ins Laufen gerät. Und dann wird wieder losgeschrieben. Das sage ich noch nicht. Der Winter schaut bereits um die Ecke. Die beste Zeit, um es sich mit Büchern gemütlich zu machen. Unsere Neuerscheinungen. Martin Walker, Menü Surprise, Diogenes. Petros Markaris, Offshore, Diogenes. Günter Zäuner, Janus Fratze, Lichertz Verlag. Frederick Forsyth, Der Fuchs, Bertelsmann. Bernhard Görg, Dürnsteiner Puppentanz, Edition A. Alex Bär, Unter Wölfen, Limes. Arnaldur Indridason, Verborgen im Gletscher, Lübbe. Jörg Maurer, Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt, Fischer. Günter Zäuner, Dunkle Geschichten, Wartberg Verlag. Sebastian Fitzek, Das Geschenk, Trömer. Wenn Sie uns live erleben wollen, besuchen Sie doch unsere Lesungen. Versprochen und garantiert. Für jedes Genre, für jedes Faible, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Unsere Termine finden Sie unter www.krimiautorinnen.at und www.krimiautoren.at. Am 2. November fand die 14. Kriminacht auf Schloss Wildenfels in Sachsen statt. Volles Haus, großer Erfolg. Mit dabei Claudia Bullfürst, Franziska Steinhauer, Wolfgang Schüler, Ralf Alex Fichtner und als einziger Österreicher Günter Zäuner. Selbstlesungen oder Krimi-Veranstaltungen ins Leben zu rufen. Wie wäre es mit Krimi in Schlapfen? Exquisite und exklusive Lesungen in Ihren privaten Räumlichkeiten, in Ihrem Club, in der Firma. Wir kommen gerne. Kontaktieren Sie mich unter www.krimiautorinnen.at.
günther-zeuner.at. Das war es bereits wieder mit Zeuners Krimisalon vom Oktober. Die nächste Ausgabe ist wieder online Ende November, dieses Mal von der Buch Wien. Bis dahin lesen Sie und natürlich vorzugsweise unsere Bücher. Wer dem Buche dient, der dient dem Geiste. Wer dem Geiste dient der Welt, sagte einst Ernst von Wildenbruch. Mehr denn je wichtiger diese Zeilen in diesen unruhigen Zeiten. Bis dahin eine schöne Zeit, machen Sie es gut, lesen Sie viel, Ihr, Euer Günther Zeuner.